Zum Auftakt unserer heutigen Demo gibt uns Getz Zirkelbach seinen ersten Eindruck auf unsere Ohren. Heute zur Abwechslung einmal als Solist. Er hat sowohl eigene Songs im Gepäck mitgebracht, als auch Coversongs. Darf ich Sie um Ihr geneigtes Ohr für Getz Zirkelbach bitten? Something deep inside, I'm hanging on the wire for a love I cannot find. You do something wonderful to trace it all away. Mixing my emotions, back again. Hanging on the wire, yeah. Waiting for the change. I'm dancing through the fire just to catch a flame and feel real again. Just to catch a flame and feel real again. You did something to me, somewhere deep inside. I'm hoping to get those two. Dankeschön, das war ein Stück von Paul Weller, der auch auf den Wechsel wartet, auf eine Veränderung. Jetzt habe ich noch ein Stück von Gerhard Gundermann und finde, das ist ein tolles Stück, auch wenn er vielleicht manchmal in seinem Leben Scheiße gebaut hat, aber er war wenigstens einer, der das zugegeben hat. Als wenn ich groß genug war, nahmen wir unsere Schuhe, die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu.
Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün. Ist die Sensen ohne Hass ihre Kreise zu. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du. Als wir endlich alt genug waren, stopften wir sie in den Schrank. Die allzu oft geflickten Flügel. Und Gott sagte, Gott sei Dank, nachts macht diese Stadt über uns die Luken dicht. Wer den Kopf zu weit oben hat, er findet seine Ruhe nicht. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen ohne Hass ihre Kreise zu. Immer wieder wächst das Gras, klammert all die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass, so wie ich und du. Die Ouvertüre von Gez Zirkelbach. Gerd ist bildender Künstler und Musiker aus Schorndorf und ist schon seit vielen Jahren dabei in unserem Widerstand gegen S21. Hier hat er schon oft, und zwar auch in verschiedenen Besetzungen, Musik gemacht. Mit Geli Fischer, mit seinem Sohn Louis, mit Susanne Bachmann, der Rockband Der Trieb und der Bluesband. Heute kommt Gez direkt von der Gewerkschaftssitzung von Verdi, da er im Landesvorstand für die bildenden Künstler aktiv mitarbeitet und versucht, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Künstlern und Künstlerinnen zu verbessern. Die heutige Demo ist bereits die 665. unserer Art und immer noch ebenso unserer Art und immer noch ebenso überzeugten wie hartnäckigen Widerstandsbewegung gegen das bestvermogste Großprojekt unter deutschem Himmel. Meinen Namen rückwärts gelesen lautet Trebron Stragnop. Sehen Sie an beiden Seiten unserer Bühne auch den Namen richtig rum. Ich begrüße Sie im Namen des Aktionsbündnisses und des Demo-Teams, der sich auch heute wieder über Ihren finanziellen Beitrag zu den Kosten der Demo-Bühne bedankt. Und was die Radler angeht, ich habe vorhin ein Liegefahrrad hier ankommen sehen, und der Fahrradfahrer Werner war noch nicht eingeschlafen. Vor 2 Wochen stand ich als Moderator hier, auch schon hier, und heute schon wieder, weil ich mich für diesen Auftrag heute beworben hatte, um unseren Hauptredner an- und am Ende auch abmoderieren zu dürfen. Warum das? Das werden Sie noch erfahren.
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Heute erleben Sie, dass unsere ausdauernde und berechtigte, also vorbildliche Kritik gegen S21 zu einem Exportartikel in Deutschland geworden ist. Es bestehen seit längerem Kontakte zu anderen Bürgergruppierungen, die sich gegen ähnliche unsinnige Großprojekte in der Bundesrepublik gestellt haben. Auch in meiner Heimatstadt Köln gibt es seit einiger Zeit Pläne für ein riesiges städtebauliches Vorhaben zur Umkrempelung des Schienenverkehrs, das sich in mancher Beziehung mit Stuttgart 21 vergleichen lässt. Die Kölner Pläne einer neuen Mitte Köln, so nennt sich das, treten zwar etwas weniger großspurig auf, wie die anfänglich als das neue Herz Europas hochgejubelten Stuttgarter Pläne. Sie sind aber kaum weniger ambitioniert als unser hiesiges Murks-Projekt. Unser Hauptredner Rolf Beierling-Emonet vom Bündnis Verkehrswende Köln ist Stadtplaner und wird uns nachher von den Plänen für eine neue Mitte Köln berichten und von den kritischen Punkten, über die die Pläne für dieses Großprojekt stolpern können, sollten und hoffentlich auch noch stolpern werden. Bevor ich die Bühne freigebe für Rolf Beierlein-Emonet, soll ich gemäß der Demo-Regie Getz Zirkelbach zu seinem zweiten Programmteil auf die Bühne komplimentieren. Ich habe den Verdacht, dass er, nachdem er bei Verdi war, auch rasch nach Hause will und deswegen ein bisschen gedrängelt hat. Also, so, darf ich bitten? Ja, danke schön. Ich habe jetzt ein eigenes Stück noch dabei und ich denke, träumen ist legal und wir haben auch alle noch einen Traum. Geh auf Fahrt mit dir, Funken auf Fliegersicht.
eins habe ich noch und ich glaube, das habe ich noch nie live gespielt. Irgendwie glaubt man sich immer nicht, weil das so ein schönes Piano eigentlich ist, aber das kann ich ja auch nicht machen, das Piano. Ist ein Stück von den Doors und heißt Riders on the Storm. Geli gespielt, das ist ein Freund von mir, von George Leitenberger, der aus Schorndorf stammt und in Genf lebt, und das Stück haben wir auf einer Platte auch mal zusammen gesungen, und das heißt Schade. Schade, solange wir so bleiben, wie wir sind, geht es schief. Geht es schief, die Geister sind da, weißt du.
Schweigen wächst, aber es scheint falsch. Es ist so verhext. Schadet es zwischen uns, nun ein Minenfeld ist, wo kein Heil rauskommt oder ein Fähnlein hilft. Schadet es keiner von uns, wo es genug ist, sie kleiner zu machen, als er wirklich ist. Solange wir so bleiben, wie wir sind, geht es schief, die Geister sind da. Weißt du, wer sie lief, schadet es eigentlich. Das Schweigen, welche Mann ist scheint falsch. Es ist so verhext. Seinen Bericht aus Köln an der Reihe, den er unter die Überschrift gestellt hat, oben bleiben aus Köln. Bühne frei für Rolf Bayerlein Emonet. Ja, super, sehr komfortabel, genau die richtige Höhe. Nochmal kurz an den Norbert gerichtet, ganz persönlich, weil wir haben die gleiche Heimat. Ich bin eine Kölschjung, was willst du machen? Ich bin eine Kölschjung und tun mir ein Lachen. Das war ja speziell für dich. Alles klar? Ich hoffe, ihr habt einigermaßen den Dialekt mitgekriegt. Schwäbisch kann ich nicht so gut. Ja, erstmal ein Hallo, grüße euch. Alle liebe widerständige Alternativmobilisten aus Stuttgart. Ich überbringe euch herzliche, solidarische Grüße vom Bündnis Verkehrswende Köln. Mein Name, wie gesagt, ist Rolf Bayer Ling, nicht Lein, Ling, Emonet. Aber das ist nicht schlimm, ist mal lustig. Ja, als erstes wollte ich kurz auf den Ankündigungstext zu meiner Person und der Rede heute eingehen, weil das hat eine gewisse Ironie, was da so stand, konnte man falsch verstehen. Zu meiner Person wurde gesagt, ich bin nicht der Stadtplaner, der eine neue Mitte für Köln plant. Da stand nämlich Bündnisverkehrswende Köln, Rolf Bayerling, Emonet, Stadtplaner, neue Mitte Köln. Hätte jeder denken können, aha, da kommt der, der die neue Mitte Köln plant. Nein, nicht, das will ich nicht. Sondern genau das nehme ich nachher kritisch aufs Korn und werde es euch bildhaft darstellen. Ja, vielmehr bin ich Stadtplaner in einem Bündnis Verkehrswende Köln mit meinen Mitstreitern, die für eine noch lebenswertere Stadt Köln kämpfen. Wir wollen sie metaphorisch aufblühen lassen, indem wir Fehlentwicklungen stoppen und Beiträge zur effektiven, umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität beisteuern, ganz konkret auf Köln zugeschnitten. Es ist nämlich nicht nur mit dem Wort Verkehrswende oder Mobilitätswende getan, sondern man muss es vor Ort in seiner Kommune auch mit einbringen,
wie konkret die aussehen muss. Und da sind wir uns nicht zu fein, haben extra einen Arbeitskreis bei uns im Bündnisverkehrswende Köln, die sich damit konkret auseinandersetzen, wo viel Fachwissen und Kompetenz zusammenkommt, um gerade im ÖPNV-Sektor was Eigenes aufzuzeigen. Das kommt später in meiner Rede. Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen geografischen Schnellunterricht geben zur bildhaften Orientierung Kölns. Hier eine Luftzeichnung von mir. Also das hier, das Runde, was ich hier so zeichne, ist Köln. Und linksrheinisch, das heißt von euch aus gesehen ist das ja linksrheinisch, ist Köln eine halbe Zwiebel. Eine halbe Zwiebel im Stadtgrundriss, mal so bildhaft gesprochen. Weil wir haben im linksrheinischen, in dem Hauptteil Kölns, eine Ringentwicklung. Das sind ringförmige Stadträume mit Hauptverkehrsstraßen, die sich vom Zentrum aus ringförmig ausweiten, wie eine Zwiebel halt, so als Bild. So, das ganze Köln, eine Hälfte ist eine Halbzwiebel und auf der rechten Rheinseite ist ein unregelmäßiger Stadtgrundriss, der keine Ringform hat. Das ist nach anderen Zufälligkeiten da entstanden, nicht so in einer gesamtstädtebaulichen Entwurfsweise wie linksrheinisch. Also, alle Lösungen im linksrheinischen sind im ÖPNV, also im Nahverkehr, nicht eins zu eins ins rechtsrheinische zu kopieren. Das geht nicht. Ich meine, die ringförmigen Ringe linksrheinisch bieten an, dass da natürlich alle Straßenbahnlinien fahren oder Autostraßen und so weiter. Rechts gibt es auf der rechten Seite, auf der anderen Rheinseite gibt es das eben nicht. Von daher muss man sich für das rechtsrheinische etwas mehr Detailliebe nehmen und Intelligenz, um gute Lösungen zu schaffen. Ja, und nichtsdestotrotz, durch die Mitte von dem Kreis fließt der Rhein. Und der Rhein ist eine natürliche Barriere, nicht unerheblich, über 300 Meter breit. Da springt man nicht gerade mal so drüber. Mit überwiegend Autobrücken. Also sehr viel autolastige Brücken, ganz wenig ÖPNV-Brücken. Das macht so ein bisschen so das Gesamtbild ein bisschen schwer von Köln, rechts- und linksrheinig. Das ist also schieflastig und ja, trägt dazu bei, dass der eine sagt, ich bin linksrheinischer und der andere sagt, ich bin rechtsrheinischer, ne? Weil man nicht so schnell rüberkommt. Kurz zur eigenen Historie des Bündnisses Verkehrswende. Das Bündnis Verkehrswende Köln hat sich 2018 anlässlich einer weiteren U-Bahn-Tunnelplanung gegründet und sich in seiner Überschrift euer Motto zum Programm gemacht, oben bleiben. Da sind wir jetzt, da seid ihr Pate gewesen, danke euch, danke. Zuvor hatte es in Köln mit dem Nord-Süd-U-Bahn-Tunnel, dieses Blättern ist immer schlimm, die Nord-Süd-U-Bahn-Tunnel-Bauweise in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft. Durch Fahrlässigkeit beim Bau einer U-Bahn-Station kam es 2014 zum Super-GAU. Das benachbarte historische Archiv stürzte ein in die Baugrube, sowie große Teile zweier angrenzender Wohnhäuser. Es kamen zwei Anwohner zu Tode. Ja, das ist ein Mahnmal heute, ein Schreckensszenario, was natürlich Köln anlastet, und bei jedem Großprojekt wird auch da die mahnende Stimme hochgehoben nach dem Motto, könnt ihr überhaupt Großprojekte? Es war nämlich damals so, dass die Bauleitung wurde von der Stadt Köln an die KVB, also die Kölner Verkehrsbetriebe, delegiert, und die Kölner Verkehrsbetriebe, auch unfähig, haben die an die Firmen delegiert. Das heißt, die Firmen haben sich nachher selber Bau überprüft. Das ist natürlich, das ging nach hinten los, das war tödlich.
Ja, Baubeginn der Nord-Süd-Bahn-Tunnels war 2004. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Das alles hält die geistigen Überflieger der Stadt Köln nicht auf, noch neue Pläne zu schmieden mit neuen Tunneln. 2018 wurde ein neues Projekt auf die Agenda der Stadt gehoben, diesmal in Ost-West-Richtung, das heißt durch die City, Neumarkt und so weiter. Ein Tunnel soll es werden von 2,7 Kilometer Länge. Es gibt noch weitere Tunnelkonzeptüberlegungen der Stadt, die sind auf geheimen Wege entstanden, aber wir haben sie rausbekommen, und zwar einen 12 Kilometer Ringschluss vom linksrheinischen Gürtel bis zum rechtsrheinischen Bahnhof in Köln-Mühlheim. Also 12 Kilometer mal unterm Rhein durch und das ganze rechtsrheinische Stadtgebiet, weil das ja keine Zwiebelform hat. Also kann man da nicht rauskommen, so einen schönen Ring machen, dann muss man halt unter der Erde buddeln. Also das sind alles Dimensionen, die einen ja erschrecken. Das Szenario stellt sich sehr bizarr dar. Der Nord-Süd-Tunnel, 2004 begonnen, ist noch nicht fertig, Ende offen. Der 2,7 lange Ost-West-Tunnel durch die City, wenn er beschlossen wird, soll 2040 in Betrieb gehen. Aber gut, wenn die selber schon 2040 sagen, dann wird es noch mal länger. Aber für uns ist es ja alle, die hier stehen, 2040, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Ne? Und der Ringschluss mit seinen 12 Kilometern unterm Rhein durch und so weiter, wenn er dann mal beschlossen würde, hätte vielleicht 2070 eine Chance zur Eröffnung. Ja, also man kann man sich so richtig, geht einem ins Gemüt, ne? Das ist richtig, geht einem ein bisschen nach. Unsere Schlussfolgerung ist, bei mehreren Milliarden für den Nord-Süd-Tunnel, mehrere Milliarden für den Ost-West-Tunnel und zig Milliarden für den Ringschlusstunnel, wenn er mal kommt, bleibt kein Geld und kein Personal für eine Verkehrswende, sprich Mobilitätsalternative für das Stadtgebiet übrig. Alle Kräfte sind gebunden, alle Geldmittel sind gebunden für Tunnelbauten, die aber letztendlich in der Fläche von Köln keine Mobilitätsalternativen darstellen, um Verkehrswende zu schaffen. Eine grundsätzliche Erkenntnis ist wichtig. Köln hat gar keine U-Bahn. Köln hat keine U-Bahn. Bestenfalls eine teilweise tiefer gelegte Unterpflasterbahn, die mit mehreren Linien immer nur einen Gleiskörper teilt und nach den kurzen Tunnelabschnitten sich wieder mit dem MIV im Straßenraum teilen muss. Also größtenteils ist der Effekt von so kurzen Tunnelabschnitten einfach für die Katz. Wenn man dann wieder rauskommt und dann wieder im Straßenverkehr drin hängt und an den Kreuzungen auf die Autos warten muss, bis man weiter kann. Also das ist keine U-Bahn. Eine U-Bahn klassisch hat einen eigenen, nur eine Linie an einen Gleiskörper und der ist geschlossen und ist querungsfrei mit ÖPNV und auch mit MIV, also mit dem Autos querungsfrei. Sowas gibt es in Köln nicht. Von daher tummeln sich in einem kurzen Stück Tunnel oft drei Linien. Und wenn mal eine liegen bleibt, dann ist halb Köln halt lahmgelegt, ne, vor der Linie. Insofern die hochtrabenden Pläne von U-Bahn-Tunneln sind eigentlich nur kleine Stückchen für eine Teilunterpflasterbahn. Für uns ist dieses Jahr der wichtigste Punkt im Rat eine Mehrheit gegen den Ost-West-Tunnel und für den oberirdischen Ausbau des Schienennetzverkehrs zu gewinnen. Das ist schwer, aber nicht unmöglich. Wir haben uns dazu mit unserer Roadmap, die ich nochmal jetzt näher erklären werde,
viel Gehör schon verschafft. Wir waren zuletzt noch bei der SPD-Fraktion, waren bei den Grünen und so weiter. Das hat schon einiges Nachdenken gegeben. Wir hoffen, dass so viel Nachdenklichkeit kommt, dass eben kein Fraktionszwang mehr da ist und die Mehrheiten sich dann ihrem Gewissen entsprechend dann auch gegen einen solchen Wahnsinnstunnel, Ost-West-Tunnel entscheiden können. Wir haben ein alternatives Ausbaukonzept für die Stadtbahn in Köln erarbeitet. Es ist unsere Roadmap Plus. Die Roadmap ist so ein Instrument der Stadt gewesen, wo sie die Bahnerweiterungen in Köln beim Land angemeldet hat. Und wir haben unsere jetzt Bahn Roadmap Plus genannt. Darin zeigen wir auf, wie die Mobilitätsprobleme oberirdisch mit Hilfe des schienengebundenen ÖPNVs schnell, umweltfreundlich sowie kostengünstig in der Fläche zu einer Verkehrswende realisiert werden kann. Ja, das Rückgrat der Verkehrswende ist für uns der schienengebundene ÖPNV. Das ist das Rückgrat. Wir planen 5 neue Umweltbrücken über den Rhein, damit ein ÖPNV-Netz entstehen kann. Bei den heutigen Anzahl von Straßenbahnüberquerungen über den Rhein ist keine Alternative recht möglich. Umweltbrücken sind nur ein Bruchteil teuer im Gegensatz zu Tunneln, kosten so 100 Millionen Euro. Ein Tunnel von 2,7 Kilometer gleich über 1 Milliarde. Ne? Also da sind kleine Unterschiede. Denn heute geht der größte Teil des ÖPNVs durch die Mitte Kölns wie ein Nadelöhr und führt zu großen Umwegfahrten und Überlastungen in Spitzenzeiten. Also Neumarkt, Rudolf-Heumarkt-Neumarkt-Rudolfplatz, das ist so die Mitte, die City-Mitte, die hat natürlich Schwierigkeiten, wenn da 3 Linien durchfahren, bei Spitzenzeiten da durchzukommen. Wir wissen, wie wir es verbessern können und haben es der Stadt Köln auch schon vorgestellt, in einem kleinen, mit Planern der Stadt Köln auch. Die Antwort der Stadt Köln, der Stadt, ein Ost-West-Tunnel, die Antwort der Stadt, ein Ost-West-Tunnel, verlängerte Stadtbahn von 60 auf 90 Metern, die Kapazitäten nicht erhöhen. Also man träumt dabei, dass man heute 60 Meter lange Straßenbahnen sind schon nicht kurz, aber die wollen die noch auf 90 Meter verlängern. Das sind also fahrende Wände. Also bis man dann mal rüber kann und die Bahn vorbeigefahren, vergeht eine Zeit lang. Und alle Haltestellen müssen im Stadtgebiet umgebaut werden, damit diese 90 Meter Bahnen überhaupt irgendwo halten können. Wir hingegen erreichen an der Oberfläche bei Verbleib der 60 Meter Züge, wie sie heute sind, und Bau von mehr parallelen Haltegleisen bis zu an den stark ausgelasteten Haltestellen, muss ich dazu sagen, in der City, eine Kapazitätserhöhung von 66%. Das heißt, das Nadelöhr eines jeden Netzes ist eigentlich immer der Haltepunkt. Und wenn du an den Haltepunkten mehr Haltegleise hast, dann kannst du auf der gesamten Strecke die Fahrzeiten schneller machen. Auf der freien Strecke stehen sich die Bahnen eigentlich nicht im Weg, aber an den Haltestellen. Und da haben wir eine Planung vorgelegt, wie man eben am Neumarkt und am Heumarkt doppelte Haltepunkte machen kann, an der Oberfläche, und damit eine Takterhöhung, und damit erreichen wir eine Kapazitätserhöhung von 66%. Wird auch von der Stadt nicht angezweifelt, sie sagen nur, geht nicht, wegen der querenden Verkehre. Okay, wir sagen doch, geht, wenn man. Bedingung ist der konsequente Einsatz des Instrumentenkastens der Verkehrswende. Sprich, die Herausnahme des MIV, des autobasierenden Verkehrs. Des Durchgangsverkehrs zum einen und der attraktive Umstieg auf den ÖPNV. Es muss auch ein gutes Angebot sein, damit auch nicht so viele Leute, die in der Innenstadt einkaufen wollen, mit dem Auto kommen müssen.
mit unseren Vorschlägen wird die Optimierung des ÖPNVs durch ein Siebtel der Kosten und weniger sein und viermal schneller realisiert sein. Also es geht auch um schneller und billiger, also günstiger. Verkehrswende muss nicht günstig sein und billig sein, sondern sie soll gut sein, aber sie soll in der Fläche funktionieren und nicht nur auf 2,5 Kilometer Tunnel. Ne? Abgesehen von den vermiedenen Kollateralschäden für den Einzelhandel über Jahrzehnte, so müssen auch vorhandene U-Bahn-Linien in der City während der Tunnelbauzeit jahrelang unterbrochen werden. Das ist echt ein Schildbürgerstreik. Wir hatten letzt ein Fachgespräch, wo wir als Verband mit eingeladen sind, mit der Verwaltung, wo die also allen Verbänden vorgestellt haben, wie weit sie mit der Tunnelplanung sind. Und da haben die tatsächlich gesagt, am Neumarkt, da gibt es eine Nord-Süd-Strecke, eine alte vorhandene Nord-Süd-U-Bahn-Strecke. Die muss aber unterbrochen werden, weil wenn man da Ost-West drunterher geht, besteht Einsturzgefahr. Dann wird für die Bauzeit dieses Riesenprojekts am Neumarkt, das wird eine Riesenbaustelle mit vier Unteretagen, wird also die U-Bahn-Strecke unterbrochen. Und was das für den City-Einzelhandel bedeutet, wenn da die U-Bahn-Linie nicht mehr durchgeht, kann man sich an zwei Fingern ausmalen. Das wird mit Kollateralschaden werden, die bis in die Kasse der Geschäfte geht. Also das hat nicht mit Wirtschaftsförderung zu tun, sondern mit Zerschlagung von Wirtschaft. Ja, im Detail könnt ihr unsere Überlegungen zu Roadmap Plus auf unserer Webseite www.verkehrswende.köln nachlesen, im Detail könnt ihr auch runterladen. Ich will euch jetzt heute hier nicht überfordern, weil das ist sonst zu viel des Guten, aber ich denke, das Prinzip habe ich ein bisschen erklärt und ihr habt den guten Einstieg, dann im Internet nachzulesen. Dann komme ich zu dem zweiten Part der Geschichte, der jetzt eurem Problem so ein bisschen näher kommt, hier mit dem Bahnhof und so. Das ist nämlich unter dem Stichwort läuft das Neue Mitte Kölns. Das Herzstück der Verbindung des ÖPNVs an den Fern- und Regionalverkehr ist der Kölner Hauptbahnhof. Das ist das Herzstück in der Verbindung, regional, lokal, Fernverbindung. Der liegt linksrheinisch direkt am Rhein, neben dem Dom. Vom Typ Durchgangsbahnhof, ne? Also kein Kopfbahnhof, sondern Typ Durchgangsbahnhof. Der kann und sollte optimiert werden, unbedingt, da ist vieles zu optimieren. Bestenfalls mit dem 500 Meter entfernten Deutscher Bahnhof auf der anderen Rheinseite. Das könnten so Zwillingsbrüder werden, sagen wir mal, der kleine Bruder Deutz könnte da sehr gut noch unterstützen, wenn man den ausbaut und optimiert, sodass wir für die Zukunft gewappnet sind. Dies ist auch von der DB, von der Bundesbahn geplant. Es sind an beiden Bahnhöfen zusätzliche Haltegleise für die S-Bahn geplant, die Kapazität für alle Züge deutlich erhöht und zukunftsfähig macht. Der Deutzer Bahnhof kann durch längst überfälligen Einbau von Rolltreppen und Aufzügen eine starke Entlastung für den Hauptbahnhof werden. Wir unterstützen diese Pläne der Deutschen Bundesbahn. Da sind wir d'accord. Das muss gestärkt werden und die Pläne sind gar nicht schlecht. Da sind wir d'accord. Bei der Hinfahrt heute, also von Köln hierher, im Deutzer Bahnhof bin ich eingestiegen, nach Stuttgart, sah ich heute noch, wie ein Rollstuhlfahrer mit seinem Helfer Treppen rauf und runter, Stufe für Stufe wuchten musste. Ein Unding, es ist echt ein Unding. Ja? Aber da geht viel Fernverkehr auch über den Deutzer Bahnhof an der Rheinseite. Also längst überfällig, aber muss kommen. Nun denkt der Verein Neue Mitte Köln ernsthaft über die Verlagerung des Hauptbahnhofes in den 5 Kilometer entfernten Stadtteil Köln-Kalk nach. Legen wir mal gerade den, und die Begründung ist besonders lustig, Hauptbegründung ist,
Der Bahnhof würde die City zerschneiden. Ich meine, das macht er jetzt schon seit 130, 40 Jahren. Ne? Also wenn wir uns jetzt noch nicht dran gewöhnt haben, wann dann? Ne? Und nein, er solle eine, ist nicht so, dass sie den Bahnhof abreißen wollen, wie das hier praktiziert wird. Nein, er solle eine Kunsthalle werden, weil es gibt ja noch so viele Kunstwerke in den Archiven der Museen in Köln. Und Sie sehen Rasen und Sonnenstühle auf den Hochbahndämmen und auf der Hohenzollernbrücke vor. Ich meine, wo denn sonst grün? Ne? Auf dem Bahndamm ist doch total ökologisch eine tolle Bilanz. Ne? Super. Also wenn man es nicht... wenn man es wirklich, man kann es fast nicht ernst nehmen, aber es ist wirklich verrückt. Der Hauptbahnhof in seiner Funktion ist mitnichten ein trennendes Objekt für die City. Er hat zwei Durchgänge mit Geschäften und ist Impulsgeber für die City, sowie für die Stadt und das Umland. Aber der Geist der Flasche zeigt sich, wenn man in die Pläne sieht. Das riesige Fernbahn- und Güterbahn und die riesigen Fernbahn- und Güterbahnflächen in der Stadt werden zu Immobilienflächen umgewandelt. Ja, ich merke eure Anteilnahme, ihr kennt das schon. Ne? Nicht umsonst ist der Treiber und Schöpfer des Vereins Neue Mitte Köln ein Architekt namens Paul Böhm. Ja, aber ist ja hier in Stuttgart auch so gewesen mit Ingenhofen, ne? Das bringt uns zu der Erkenntnis, hier geht es nicht um schönen Städtebau oder Verkehrswende, hier geht es um Rendite im Immobiliensektor. Nebenbei wird der Fern-, Regional- und der ÖPNV in die Finsternis zurückgeworfen. Nun ist die Idee bei der Kölner Politik bisher noch nicht auf Gegenliebe getroffen. Aber wer weiß, was hinter den Kulissen alles läuft. Der Kölner Stadtanzeiger, also unsere Monopolzeitung in Köln, hat aber leider schon öfters ganzseitige Auflagen, Werbeauflagen für dieses Projekt gemacht mit Artikeln. Hier kommt als Verkehrswende nicht so oft vor. Also das ist... Ja, Praxis, genau, das ist Praxis. Die Planungen des Vereins sehen die Zerschlagung vor des Fern- und Güterbahnverbindungen von Köln. Zugleich generieren sie monströse Investments für die Steuerzahler in einen neuen Hauptbahnhof in Kalk, einen neuen Regionalbahnhof unter dem heutigen Bahnhof, Hauptbahnhof, der darunter ja auch noch eine U-Bahn hat, also unter dem Hauptbahnhof in Köln ist noch eine U-Bahn und darunter soll dann auch noch ein neuer Regionalbahnhof entstehen. Also ein Hauptbahnhof außen vor in Köln, 5 Kilometer und dann nochmal unten drunter auch ein neuer Regionalbahnhof, wo man also mit Tunneln unter dem Rhein in diesen neuen Regionalbahnhof einfahren soll. Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Die ganzen Bereitstellungsflächen für Fern- und Güterverkehr, die man ja braucht, in den Planungen der Neuen Mitte in den 30 Kilometer entfernten Tagebau verlagert. Kennt ihr ja auch aus der Bundespresse, ne? Unsere Tagebaukämpfe da gegen Gatzweiler und so weiter. Ja, und die zukünftigen Flächen sollen dann den Güterverkehr, die Bereitstellungsflächen für den Güter- und Fernverkehr sein. Das bedeutet bei 30 Kilometer Entfernung, ja, wenn das mal nicht optimierte Zeitabläufe produzieren, in Anführungsstrichen, das klappt nie. Bisher sind die Bereitstellungszeiten sehr kurz, das ist mitten in der Stadt, diese Felder, diese Bereitstellungsflächen mit den Schienen. Und der Güterverkehr kann auch sehr, sehr citynah umladen auf LKWs und so weiter. Das würde alles zerschlagen. Ja, ich glaube, jetzt ist meine Zeit um. Ich will... soweit in Kürze euch danken für euer Zuhören aus Köln, für unsere Kölner Probleme. Wir bleiben dran. Ich wünsche euch viel Ausdauer und Spaß bei euch in eurem Widerstand. Bleibt optimistisch. Die Widersprüche werden immer größer und eure Argumente immer besser. Bleiben wir verbunden. Ich sage gemäß eurem Motto, oben bleiben und der alte Bahnhof bleibt, wo er ist, in Funktion.
und tschüss, euer Bündnis Verkehrswende. Und feiern Sie mich. Ciao. Für den informativen Vortrag, der doch ziemlich Parallelen zu Stuttgart 21 aufzeigt. Wenn wir auf die Unterschiede zwischen der neuen Mitte Köln-Pläne und Stuttgart 21 schauen, dann sieht es in Köln noch nicht so verfahren oder düster aus wie hier in Stuttgart. Denn der Verein Neue Mitte Köln hat sich im Einvernehmen mit der Stadt Köln bereit erklärt, eine Machbarkeitsstudie beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie e.V. in Auftrag zu geben. Zu dieser Studie hat das Institut viele sachkundige Berater als Experten hinzugezogen. Zu denen zählen auch das von unserem Referenten Bayerling Hemonet hier vertretene Bündnis Verkehrswende Köln, der uns gut bekannte Freund Professor Heiner Monheim, und ich selbst als Vertreter des Stuttgarter Widerstands. Demnächst wird das Wuppertal-Institut seine Auswertung der zahlreichen Interviews vorlegen, als Auftakt zu offenen Workshops zu den verschiedenen Aspekten und Schattenseiten der Kölner Pläne. Die Voraussetzung für eine offene und faire Abwägung des Für und Wider dieser Pläne sind ungleich höher, als sie in Stuttgart jemals gewesen sind. So, jetzt schauen wir mal nach vorne. Am kommenden Montag, den 10. Juli, wird um 14 Uhr die Beerdigung von Dietrich Wagner auf dem Waldfriedhof sein. Ich kann nur empfehlen, wer Zeit hat, dorthin zu kommen. Und wir haben vorhin überlegt, es wäre sinnvoll, das nicht in Form einer Demo sich zu verkleiden, höchstens vielleicht einen Button zu tragen, dass man erkennbar sieht, zu welcher Gruppierung Dietrich gehörte oder was ihn bewegt hat. Die Nachricht, dass Dietrich Wagner, der am schwarzen Donnerstag vom viel zu scharfen Strahl eines Wasserwerfers getroffen, nahezu erblindete, war ja durch die Medien gegangen. Dietrich Wagner war durch dieses Bild zum Gesicht unseres Widerstands geworden, obgleich er nie eine prägende Rolle im Widerstand gespielt hatte. In den vergangenen Jahren lebte er weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch hat er die jährlichen Kundgebungen aus Anlass der Jahrestage des Schwarzen Donnerstags bis zuletzt besucht. Und er erlebte, wie wir wissen, noch einen privaten Höhepunkt, als er vor wenigen Monaten seine langjährige Lebensgefährtin Erika heiratete. Viele von uns hatten Dietrichs Äußerung, der Bahnhof solle fertig gebaut werden, mit einigem Kopfschütteln registriert. Als Dieter Reicherter mit ihm darüber gesprochen hatte, hat er feststellen können, dass Dietrich Wagner von unserem Konzept Umstieg 21 nichts wusste. Am Ende dieses Gesprächs mit Dieter habe Wagner aber eingesehen, erzählte mir Dieter, dass seine Einlassung für unseren Widerstand unglücklich war und er weiter an unserer Seite steht.
eine weitere Episode mit Dietrich Wagner warf und wirft ein Schlaglicht auf das Verhältnis zur Polizei, Verhältnis der Polizei mit ihm. Mein Freund Alfred hatte Dietrich einige Zeit lang zum Tandemfahren eingeladen, um ihn aus seiner Depression herauszuholen. Raten Sie mal, wo Dietrich saß, auf welchem der Sättel. Die beiden wurden eines Tages von einer Polizistin gesehen, welche daraufhin ihre Zweifel an Dietrichs weitgehender Erblindung zu Protokoll gab, denn er sei ja Fahrrad gefahren. So, am kommenden Montag um 18 Uhr findet hier auf dem Schlossplatz die 666. Montagsdemo statt mit dem Motto Stuttgart 21 Doppelpunkt Setzen Ausrufungszeichen Leistung 6 Klima 6 Kosten 6 3x6 also. Es werden auftreten der prominente Verkehrswissenschaftler Dr. Heiner Monheim, der ja auch in Köln mitwirken wird, dann Arno Luig, der mit seinem wunderbaren bahnkritischen Buch Schaden in der Oberleitung uns aus der Seele gesprochen hat, und der witzige, scharfzüngige Kopfbahnhof-Freund Timo Brunke. Die Moderation übernimmt unsere Mitstreiterin Dr. Angelika Link. Und wir hören Jazz vom Feinsten mit dem Lenkungskreis Jazz. Direkt im Anschluss an die Demo, deswegen wird es nicht direkt am Hauptbahnhof sein, vermutlich, wird Arno Luig im Rathaus in einer politischen Soiree ab 19.30 Uhr aus seinem neuen Buch Rauhnächte lesen. Der Weg von hier ins Rathaus ist kürzer und der Zug wird bis zum Rathaus wenig Verspätung haben. Und am Samstag, jetzt passt, glaube ich, vom Datum her, der Freitag, der 7. noch dazwischen, um 20 Uhr wird in Tübingen im Club Voltaire ein Vortrag zu Max Horkheimer von Dr. Michael Weingarten stattfinden, um 20 Uhr in Tübingen im Club Voltaire. Und Michael Weingarten ist Philosoph mit den Arbeitsschwerpunkten Dialektik, Sozialphilosophie, politische Philosophie sowie Theorie und Geschichte gesellschaftlicher Naturverhältnisse. So, und am Samstag, dem 15.07., wird ab 17 Uhr drüben im Württembergischen Kunstverein das Gedenkfest für Winfried Wolf sein. Durch die Feier führt Volker Lösch und Musik wird gemacht von Marte Jeckel und von Bernd Köhler und Joachim Romeis. Wir werden also ein intensives Programm in dieser Woche haben. Dafür lohnt es sich doch nochmal ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Auch die Flyer, die grünen Flyer für die 666. sind an den Infotischen hoffentlich und wahrscheinlich noch da. Dann will ich noch einen Hinweis auf die nächsten Pläne des Aktionsbündnisses geben. Aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse, seine bisherige Kritik an den Plänen der Stadt an einer Bebauung des Rosensteinsquartiers zu verstärken. Heute haben wir erfahren, dass die grüne Jugend, die im Kontakt mit der Gemeinderatsfraktion steht, sich dafür engagiert, dass im Rosensteingebiet die Höhe der Gebäude
doch auf dem bisher geplanten Stand verbleiben sollte. Sie sollten nicht höher werden. Sie sind also so ängstlich, eher zu einer Reduzierung, die ökologisch eigentlich geboten wäre, zu raten, dass wir Sorge haben, dass sie einfach vor der eigenen Courage Angst haben und eigentlich eine nicht grüne Politik auf diese Weise unterstützen. Dann will das Aktionsbündnis die Veröffentlichung des fast fertiggestellten Gutachtens von Karl-Heinz Rösler zu dem im Tiefbahnhof drohenden Fahrplan-Desaster hinzubekommen, wenn es sich zu aufschaukelnden Verspätungen ergeben wird, weil der Bahnhof eben zu schmal dimensioniert ist. Drittens das Gutachten von Hans Heidemann, was zum völlig ungenügenden Brandschutz jetzt auch am Infostand zu haben ist, wollen wir verbreiten in der Öffentlichkeit und an die entsprechenden Stellen, politischen Stellen und Verwaltungsstellen, an die Ministerien und an Staatsministerium geben, damit die in jedem Fall sich nicht rausreden können, sie hätten die Argumente von Heidemann nirgendwo gesehen. Mit entsprechend saftigen und entsprechend bohrenden Aufforderungen im Begleitbrief. Dann planen wir mehrere Infoabende zum Thema der drohenden langjährigen Gäubahnunterbrechung in Stuttgart-Vaihingen, die wir entlang der Gäubahnstrecke in Hottweil, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen und Singen veranstalten wollen. Die entsprechende Fühlungsnahme ist schon passiert. So, jetzt kommen wir zum Demozug. Der läuft von hier los über die Königstraße, dann rechts entlang der Baumallee, wie üblich, bis zur Mahnwache und dort endet dann die Demonstration mit dem Schwabenstreich. Auf Wiedersehen am kommenden Montag bei der 666. Kommen Sie gut rein.